Seit Beginn des russischen Angriffskrieges sind viele UkrainerInnen nach Berlin gekommen. Viele davon haben sich der ukrainisch-orthodoxen Gemeinschaft angeschlossen. Ein Treffpunkt ist die eigentlich evangelische Kirche im Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Ein Freund meiner Mutter hat uns in diese Kirche eingeladen. Dank dieser Kirche haben wir es geschafft, aus unserem depressiven Zustand herauszukommen. Wir hatten posttraumatischen Stress. Wir haben viel geweint und 24 Stunden am Tag die Nachrichten geschaut. Wir konnten nichts anderes machen, auch nicht essen oder schlafen. Wir 500 Mitglieder zählte die ukrainisch-orthodoxe Gemeinde vor dem Krieg. Mittlerweile ist sie auf 4000 angewachsen, erzählte orthodoxe Pfarrer Ole Polianko. Die orthodoxe Kirche im Bezirk Alt-Hermsdorf wurde daher zu klein. Der evangelische Pastor der Philippus-Nathanael-Kirche organisierte kurzfristig orthodoxe Gottesdienste. Wir versuchen jeden Sonntag zu kommen und zu jedem Anlass. Wir verbringen hier Zeit, um zu beten und innere Ruhe zu finden. Es ist sehr beruhigend, trotz allem, was in unserem Land passiert. Ole Polianko leitet die Gottesdienste. Seit 2017 lebt er in Berlin. In seiner Heimatstadt in der Ukraine arbeitet er als Physiker. UkrainerInnen in Berlin helfen ihrem Land schon seit einiger Zeit. Sie spürten dieses Bedürfnis vor allem am Maidan-Platz in Kiew 2014, als dort das Blut der ukrainischen Menschen floss. UkrainerInnen haben sich zusammengeschlossen und wollten ihre eigene Kirche. Für viele Geflüchtete dienen die Gottesdienste am Sonntag als Rückzugsort. 150 ukrainische Gläubige nehmen daran teil. Neben den Gottesdiensten dient die Kirche aber auch als Sammelstelle für Hilfsgüter für die Ukraine. Nicht am Anfang, am Ende des Tages fühlte ich mich viel, viel besser, als werde ich nur sitzen irgendwo und denken. Ja. Deshalb, das ist wie mein Lieblingsplace.